Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, es ist wieder an der Zeit. Wir drehen ein weiteres 5 Runden, 5 Fragen Video. Heute mit dem Gast Khan. Ne? Er hat mich ja vor einer Weile herausgefordert, hat gesagt, dass er mit mir boxen möchte. Er boxt jetzt übrigens kommendes Wochenende gegen Dennison bei dem Universum Event. Und da dachte ich mir, ey, wenn die Jungs eh schon kämpfen und er mich eh schon herausgefordert hat, nehme ich ihn mal vor die Hände und schau mal, was er drauf hat. Und gebe ihm vielleicht noch ein paar Tipps dann für seinen Kampf. Danke auf jeden Fall, dass ihr gekommen seid, ne? Dass du das Ganze mit mir machst. Ich freue mich. Lass uns loslegen. Ab geht's. Wir starten. Der hat Ding ein bisschen gemacht. Canelo, hier, unten antäuschen, oben kommen. Habe ich direkt gemerkt, hat er gut gemacht. Respekt. Für jemanden, der noch nicht so lange dabei ist, ey, sehr kreativ. Muss man sich auch erstmal trauen, sowas bei seinem ersten, so sag ich mal, richtigen wettkampfmäßigen Sparring auszupacken. Du hast ja vor einer Weile einen Shisha-Café aufgemacht. Ja. Ne? Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. So, jetzt aber die Frage, ne? Hat die Shisha-Bar sich negativ auf deine Kondition ausgewirkt? Ja. Ja? Rauchst du regelmäßig? Also, ich habe noch nie in meinem Leben Shisha geraucht. Vielleicht ein, zwei Mal gezogen, dieses vom Freundeskreis, ne? Zeig mir deinen Freundeskreis und ich sag dir, wer du bist, ne? Leider habe ich nach 3 Monaten angefangen zu rauchen, für circa 1 bis 2 Monate. Ich weiß nicht, das war einfach, weil du jeden Tag da warst. Du hast schon passiv inhaliert und einfach der Gruppenzwang mit deinen Freunden hast du mitgeraucht und irgendwann hatte ich so einen Blackout. Auf einmal wurde es voll schlecht, ich musste kotzen. Und dann habe ich mir geschworen, nie wieder zu rauchen, seitdem habe ich aufgehört. So, weiter geht's. Mehr davon, mehr mit der Führhand arbeiten. Je mehr du mit der Führhand arbeitest, desto weniger kann ich machen. Ja. Mehr arbeiten, mehr arbeiten. Kontrolliert schlagen. So, nicht Einzelschläge. 1, 2. Das ist weg. Dann teile du. Hinstand, hin. Körper, geh zum Körper. 15 Sekunden. 7, komm. Schau mal, nicht viel Power, hier, hier, bumm, bumm, bumm. Schau mal, wie sehr das dich stört, die ganze Zeit hier. Zucker, bleib stehen. Ja. Schau mal, wie sehr dich das stört einfach. Der gibt dir doch schon die Möglichkeit, der erklärt dir das. Mach mehr, bumm, sauberer, schlag sauberer, arbeite sauberer. Ruhig bleiben ist das Wichtigste. Je mehr du es schaffst, einfach ruhig zu bleiben, entspannt zu bleiben im Ring, desto weniger Energie verschwendest du. Okay, mein Freund, die nächste Frage. Ich meine, du bist ja ein bisschen körperlich robuster, sage ich mal, als der Dennison. Dennison ist, glaube ich, ein bisschen größer als du, aber schmaler, ne? Und ein bisschen leichter. Denkst du einfach, du hast vielleicht möglicherweise dadurch schon Vorteile ihm gegenüber oder vielleicht, weil du vorher ein bisschen Kraftsport gemacht hast? Und ist Gewicht, ne? Vor allem in dieser Menge. Dieser Gewicht macht schon viel aus. Ich wiege, glaube ich, keine Ahnung, locker 10 Kilo mehr als er. Was wiegst du gerade? Ich bin jetzt momentan vielleicht bei 85, 86. Aha. Bin runtergegangen von 91. Ja. Dennis wog 73, der meinte, ich gehe hoch. Kann man, was er jetzt wiegt. Normalerweise ist das mein Vorteil, aber ich sage ganz klar, dafür, dass ich keine Ahnung habe, Amateur bin, Bro, er hat eigentlich einen Vorteil, weil er hat die Kondi, die Ausdauer, er ist beweglicher. So, Freunde, gute Handschuhe sind extrem wichtig für das Sparring. Mindestens 14 Unzen, vielleicht sogar 16 Unzen empfehle ich euch. Wenn ihr Top-Handschuhe braucht für Sparring, fürs Training oder irgendwas anderes für den Kampfsport, checkt Kumpon ab. Ring10 ist der Rabattcode. 10% Rabatt gibt es damit immer auf euren gesamten Einkauf. Weiter geht's. Weiter.
Komm. Eine Minute noch, komm. Ja, gut, gut, genau so. Weiter, rot, 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 mach rot. Es muss nicht alles hart sein. Lockere Stäbe. Komm. Ich spiel mit. Komm. Los. Raus, 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 bleib nicht stehen, raus! Raus aus der Ecke, locker wieder, hoch, Arm oben, lass kommen. 30 Sekunden noch. 30 zusammen. Zum Körper. Gut, genau so. Weiter! Nein! Hast du gemerkt, was ich sage? Ja, zu voll Kampf? Immer noch, warten sind wir noch nicht. Er macht sich gut, er macht sich gut. Komm, dann arbeit atme, atme deinen Schlag. Hör auf zu tropfen. Okay, jetzt aber mal. Wir haben gerade darüber geredet, konditionell könnte deine Sohn besser sein. Ja. Das bedeutet, eigentlich müsste ja deine Taktik der K.O. sein. Versuchst du auch den Kampf direkt durch K.O. zu beenden vielleicht? Bro, ich sag mal so, das, was ich 10 Tage gelernt habe und wie gut ich mich angestellt habe, konnte ich hier nicht anwenden. Und wie es ein Kampf sein wird, ob ich in der ersten Runde Vollgas gebe, ob ich 6 Runden durchhalten werde, man kann das nicht wissen, Bruder. Wie der Kampf enden wird, ich sag mal so, ich gebe mein Bestes, ich sterbe lieber, bevor ich irgendwie am Boden liege und sage, ich kann nicht mehr, weißt du? So was gibt's bei mir nicht, ich werde komplett durchziehen, auch wenn ich kassiere, aber es wird nicht aufgegeben. Also ich, meine Bomben sind auf jeden Fall kräftiger als deine, das weiß ich. Wenn eine landet, dann weißt du, wie das ist, ne? Ein Lucky Punch und ist vorbei. Weiter geht's. Ja, genau so. Genau arbeiten. Kontrolliert, Deckung oben lassen. Und bleib da. Da bleibe. Arbeite mit. Da bleibe. Komm schon. Zwei Hände. Mach tot. Komm, arbeite mit. 35. Lass die Arme oben, komm. Lass die Arme oben. Lass auf. Lass die Arme oben. Arbeite mit, komm. 15 Sekunden. Komm schon. Weiter. Das ist die vorletzte Runde, komm. Komm. Eine Runde. Gut, ja. Weiter. Zwei. Komm her, Arme hoch. Komm hier, lass los, komm. Okay. Wer war drin? Trainer hat gesagt, ich soll Leber machen. Ja, da muss jeder mal durch. Hör mal, beim Kämpfen hat da wird auch keiner sagen, ich mach locker. Der wird Druck machen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß. Du schlägst ja nicht, du gehst ja nicht auf Dings. Du machst einfach, das ist super. Also Freunde, das ist alles, das Letzte, was ich möchte, ist mich hier irgendwie aufpushen, ihn verprügeln oder so. Aber die Trainer wollen, dass ich ein bisschen Druck mache. Ich mache ein bisschen Druck und so, ne? Aber alles noch kontrolliert, keine Sorge. Der haut auch präzise, das ist doch normal. Hat gebrannt? Richtig, aber gut. Letzte Runde. Internet, du weißt, wie das ist. Viele Hater, viele Leute, die einen schlecht reden. Klar. Es gibt ja jetzt, ich habe das Ganze ein bisschen verfolgt, es gibt sehr viele Leute, die wollen, dass dir der Dennison vielleicht richtig aufs Maul haut. Ja. Was ist so deine Antwort an diese Leute, die schlecht über dich reden und dich fallen sehen wollen? Boah, ich sag euch eins, ne? Hätte jeder Zweite kommentiert, kam mit Gewinn, hätte ich nicht doppelt so hart trainiert, wie ich es jetzt tue. Diese ganzen Kommentare, ich schwöre, die haben mich so krass gepusht, weil ich mir dachte, krass, alle sind für Dennison. Die haben ein, zwei Schwachsinnsvideos von denen gesehen, die wissen aber gar nicht, was ich drauf habe. Die wissen gar nicht, weißt du, wie hart ich trainieren werde. Und es hat mich gepusht. Es hat einfach nur gezeigt, weißt du was? Du wirst nicht reden, du wirst nicht groß reden. Alles sind gegen dich. Los, was immer. Bis du am Ende es den Leuten zeigst, weißt du? Und dann hören die Leute zu. Also dann sind die leise, dann reden die nicht mehr. Einfach in mich reinfressen, doppelt so hart trainieren. Das hat mich auch sehr gut gepusht. So, aber halt du nimmst das ganze Ding als Motivation. Es ist nicht vollkommen, was irgendwie Bruder, bricht oder so. Ich dachte mir einfach nur, ja, okay. Es hat mich nur richtig krass motiviert, sag ich dir ehrlich. Ich will, dass du jetzt alles gibst. Alles. Sauber. Bist du verkrampfen? Easy. Atmen. Sehr gut, genauso. Mehr. Deckung. Mach mit. Break.
Körper auch mal kann. Komm. Arme oben lassen, arbeite sauber mit, komm! Zum Körper! Komm schon! Ring mit, arbeite mit! Ja, weiter! Die Deckung nicht vergessen! Oh! 15 Sekunden, komm! Hände hoch. Du hast dich sehr gut geschlagen. Sehr gut. Tief atmen. Geht doch. Was hast du fünf Runden gemacht? Luft. Luft ist doch da. So, eine Ansage jetzt, ne? Ich habe auch sehr viele Kommentare bekommen. Hau den Kahn weg, verprügel ihn mal bitte und so. Dafür, dass er eine große Klappe hat. Komm mal her bitte. Ich habe den vollsten Respekt dafür, dass der Kahn hier das Ding mit mir gemacht hat. Viele Leute trauen sich das nicht. Er hat nicht viel Erfahrung mit Kampfsport, hat sich trotzdem hier 5 Runden mit mir reingestellt. Von daher erstmal den tiefsten Respekt dafür. Ja, wirklich Respekt. Und an alle Leute, die immer kommentieren, weniger Kommentare schreiben, mehr selber zeigen, dann passt es auch. Okay, jetzt aber die letzte Frage. Ja. Was ist das Erste? Solltest du den Kampf gewinnen gegen Dennison? Ja. Was ist das Erste, das du danach machst? Irgendwas geplant? Party oder so? Achso, in Lorraine habe ich Geburtstag. Ob ich verliere oder gewinne, ich lasse meine Laune davon nicht nehmen. Aber sollte ich gewinnen, so oder so, wir werden auf jeden Fall irgendwo in Hamburg lecker essen gehen. Die ganze Mannschaft von meiner Stadt, die zieht ja mit. Wir werden sitzen, was essen. Also ja, soll ich einen Kampf gewinnen oder nicht, wir werden trotzdem feiern. Wir sehen das Ganze sportlich, aber klar, wäre es schön, wenn man gewinnt. Ne? Ich glaube, das Erste, was ich mache, ist Trainer umarmen. Kerle umarmen, die meine Ecke sind. Die mich über die Zeit begleitet haben, ne? Die mich motiviert haben. Hast ihn sehr gut trainiert, auch Respekt an dich, hast du gut gemacht mit ihm. Ja? Ich werde live vor Ort sein, ich werde mir den Kampf anschauen. Ich bin gespannt, wie ihr euch schlagt. Was ich dazu sagen will, möge der Bessere gewinnen. Ja, ich habe keinen Favoriten hier, mir ist eigentlich persönlich scheißegal, wer das Ding gewinnt. Ich will einfach nur von den beiden Jungs eine geile Leistung sehen und ich bin gespannt, wer das Ding reißt. Ja? Also nochmal von mir, vollsten Respekt, hat sich gut geschlagen. Jungs, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was hat er gut gemacht, wo kann er sich vielleicht verbessern. Und das war's schon von dem Video von mir. Ja? Hat mir Spaß gemacht, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein, ciao.